Wir sind unzertrennlich, unverständlich, warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares selbst sein will. Nicht nur, weil man es so schön dann auf den Platz stellen kann. Nein. Du kannst es super erwerben. Auch ein Vorzelt haben, wenn du willst, bauen wir es an deinen Wohnwagen. Denn es ist crazy, dieses Zelt, es ist so wunderbar. Benutzen kannst du es auch jedes Jahr. Pack es ein und fahr los, die Reise wird groß. Viel Platz und Komfort, die Fenster sind groß. Stell es hin und pack es aus, heute sind wir so gut drauf. Wollen chillen und was grillen, ja, das ist unser Brauch. Ich und mein Zelt, best friends forever. HDGDL, wir sind unzertrennlich, unverständlich. Warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares selbst sein will? Ich und mein Zelt, ich und mein Zelt. Warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares selbst sein will? Nicht nur, weil man es so schön dann auf den Platz stellen kann. Nein, du kannst es super erwerben. Auch ein Vorzelt haben, wenn du willst, bauen wir es an deinen Wohnwagen. Denn es ist crazy, dieses Zelt, es ist so wunderbar. Benutzen kannst du es auch jedes Jahr. Pack es ein und fahr los, die Reise wird groß. Viel Platz und Komfort, die Fenster sind groß. Stell es hin und pack es aus, heute sind wir so gut drauf. Wollen chillen und was grillen, ja, das ist unser Brauch. Ich und mein Zelt, best friends forever. HDGDL, wir sind unzertrennlich, unverständlich. Warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares selbst sein will? Ich und mein Zelt, ich und mein Zelt. Warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares selbst sein will? Nicht nur, weil man es so schön dann auf den Platz stellen kann. Nein, du kannst es super erwerben.
dein Vorzelt haben. Wenn du willst, bauen wir es an deinen Wohnwagen. Denn es ist crazy, dieses Zelt, es ist so wunderbar. Benutzen kannst du es auch jedes Jahr. Pack es ein und fahr los, die Reise wird groß. Viel Platz und Komfort, die Fenster sind groß. Stell es hin und pack es aus, heute sind wir so gut drauf. Wollen chillen und was grillen, ja das ist unser Brauch. Ich und mein Zelt, best friends forever. HDGDL, wir sind unzertrennlich, unverständlich. Warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares Zelt sein will. Ich und mein Zelt, ich und mein Zelt. Warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares selbst sein will. Nicht nur, weil man es so schön dann auf den Platz stellen kann. Nein, du kannst es super erwerben. Ein Vorzelt haben. Wenn du willst, bauen wir es an deinen Wohnwagen. Denn es ist crazy, dieses Zelt, es ist so wunderbar. Benutzen kannst du es auch jedes Jahr. Pack es ein und fahr los, die Reise wird groß. Viel Platz und Komfort, die Fenster sind groß. Stell es hin und pack es aus, heute sind wir so gut drauf. Wollen chillen und was grillen, ja das ist unser Brauch. Ich und mein Zelt, best friends forever. HDGDL, wir sind unzertrennlich, unverständlich. Warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares Zelt sein will. Ich und mein Zelt, ich und mein Zelt. Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen hier auf dem virtuellen Door-Out Campingplatz. Nach 2 Wochen Corona-bedingter Pause sind wir endlich wieder am Start und freue mich sehr, dass es wieder losgeht. Die Campingsaison steht ja an den Startlöchern, auch wenn man sich das bei dem aktuellen Wetter gar nicht vorstellen kann. Nachdem wir schon fast 3 wunderschöne Wochen hatten, war doch das letzte Wochenende auch das Wochenende, an dem ja unsere Zeltshow in Fulda war. Die große Zeltausstellung, in der die Zelte gleich einem Schneehärtetest unterzogen wurden, war ja nochmal richtig krasses Wetter. Also wir hatten hier sicherlich 15 cm Neuschnee am 1. April, passender Tag natürlich, war aber leider kein April-Scherz. Ja, es soll wahrscheinlich nächste Woche ein bisschen aufwärts gehen. Im Moment ist es noch immer windig und regnerisch. Aber immerhin schon mal wieder ein bisschen wärmer und die letzten Schneereste verschwinden langsam. Und dann kann man vielleicht auch wieder etwas optimistischer in den Urlaub gucken und sich drauf freuen. Ja, der Titel der Sendung ist heute Camper Geysir. Das ist natürlich wahrscheinlich für viele von euch erstmal nichtssagend. Produkt, was in Deutschland gar nicht so bekannt ist, gibt es eigentlich schon relativ lange im Camper-Portfolio. Und auch nach der Übernahme von Dometic ist es bei Camper in dem Camper-Sortiment geblieben. Also es ist tatsächlich noch Camper gelabelt. Für alle die von euch, die Camper noch als Camper kennen, damals mit den Vorzelten, die sind ja inzwischen komplett unter der Dometic-Flagge. Die Busvorzelte und eben vieles aus dem Zubehörbereich läuft nach wie vor unter der Camper-Flagge. Und da gehört auch der Geysir dazu. Ich fand ihn immer schon sehr spannend. Habe ihn auch schon ein paar Mal gesehen. Er war leider immer nur für den englischen Markt. Das lag überwiegend am Gasanschluss.
Aber vielleicht fange ich erstmal damit an, was ist das eigentlich? Ein Geysir kennt man ja, ja meistens in Verbindung mit Island. Im Prinzip heiße Quellen. Man stellt sich immer so Fontänen vor, die dann aus dem Boden schießen. So ähnlich ist es hier auch, kommt allerdings nicht aus dem Boden. Ist auch vielleicht nicht ganz so heiß wie so ein Geysir und schießt auch nicht ganz so weit nach oben. Aber das Prinzip ist das gleiche. Das heißt, ich habe hier ein Gerät, mit dem ich warmes Wasser machen kann. Und das ist für den tatsächlichen Outdoor-Einsatz gedacht. Das heißt, es ist jetzt gar nicht dafür gedacht, dass ihr jetzt in eurem Fahrzeug, Wohnmobil oder Wohnwagen, warmes Wasser zapfen könnt. Das könnt ihr in der Regel sowieso. Bei den allermeisten Wohnwagen, Wohnmobilen ist heute sowieso eine Warmwasseraufbereitung drin. Geht vielmehr darum, ja, wie mache ich das denn, wenn ich mit dem Offroad-Fahrzeug unterwegs bin oder einfach so mit dem Auto unterwegs bin. Immer mehr von euch sind mit dem Dachzelt unterwegs. Da wird es dann schon schwieriger, mit warmem Wasser zum Waschen, Duschen, Hände waschen, also alles Mögliche, wo man so im Alltag warmes Wasser braucht, ist relativ schwierig. Man kann es meistens hat man einen Gaskocher dabei, dann kann man mühsam sich da einen Liter oder zwei Liter heißes Wasser kochen. Das dauert entsprechend lang, ist eine relativ zähe Geschichte und der Geysir hier löst das insofern, dass er tatsächlich diese einen Durchlauferhitzer ist. Das heißt also, das ganze Wasser wird eingesaugt und während dem Durchlaufen erhitzt. Das heißt, ihr habt sofort quasi warmes Wasser zur Verfügung. Und wie macht er das? Strom ist natürlich schwierig unterwegs, weil natürlich eine enorme Heizleistung notwendig ist. Das heißt, ihr würdet auch eine Batterie dann sehr schnell leer machen. Die wäre auch entsprechend komplex und schwer. Deswegen hat man sich hier bei dem Geysir für das Gas als Hitzemedium entschieden. Trotzdem seht ihr vielleicht schon, ja, man kann es schwer erkennen, aber da baumelt so ein schwarzes Kabel runter. Also das sieht ziemlich stark nach einem Stromkabel aus. Genau, jetzt sieht man es besser. Also das schwarze Kabel, was hier nach unten geht, ist ein Stromkabel. Warum? Weil natürlich die Pumpe nicht mit Gas funktioniert, sondern die Pumpe funktioniert elektrisch. Das geht aber sehr energiesparend eigentlich mit einem 12-Volt-Anschluss und entsprechend ist auch ein Zigarettenanzünderkabel oder Zigarettenanzünderanschluss oder 12-Volt-Anschluss dabei. Das heißt, ihr könnt das über euer Fahrzeug, mit welchem Fahrzeug ihr auch immer unterwegs seid, mit Strom versorgen, sodass die Pumpe das Wasser pumpen kann. Man sieht hier, ich zeige es euch einfach mal, wir haben das hier heute ein bisschen anders gelöst. Wir haben jetzt kein Fahrzeug hier drin, sondern wir haben die PLB40 von Dometic, die wir auch schon mal vorgestellt haben, als ja, mobile große Powerbank. Hatten wir vor 2 Wochen ja auch schon bei den beheizbaren Stühlen. Hier eine Gasflasche dran, klassische Standard 5 Kilo Gasflasche und das ist eben jetzt der Unterschied zu den bisherigen Varianten. Ich habe hier jetzt einen Anschluss für ganz normalen deutschen Gasanschluss und das Ganze funktioniert auch mit den üblichen 50 Millibar Druckminderern. Das heißt, die sind nicht im Lieferumfang enthalten, den müsst ihr separat kaufen, Schlauch. Der Schlauch darf gastypisch nicht länger als 1,50 Meter sein und dann eben unten den Druckminderer für die Gasflasche, damit das Ganze dann auch mit dem entsprechenden Betriebsdruck in den Brennraum einströmt. Also von den Anschlüssen her einmal Strom, einmal Gas. Das Ganze findet ihr hier am Gerät auf der Seite wieder, die wir jetzt mal hier nach vorne gedreht haben, einfach weil es da am meisten zu sehen gibt. Im Prinzip ist es so gedacht, ihr seht hier den Wasserhahn, wo das Wasser dann rauskommt. Das hier ist dann quasi im Betrieb vorne und das hier ist eine Seitenwand, wo die ganzen Bedienelemente dran sind. Wir haben hier oben eben den Gasanschluss, wie eben schon gezeigt, hier drüben den Wasseranschluss, das Ganze ist auch bezeichnet, also kann man eigentlich wenig verkehrt machen. Mit dem Wasserschlauch könnt ihr quasi unten seht ihr die Pumpe, die habe ich jetzt hier einfach in den Eimer gehängt. Kann man natürlich auch jeden beliebigen Wasserkanister nehmen, der einen ausreichend großen Befüllstutzen hat, dass ich mit der Pumpe da rein kann. Das ist natürlich, gerade wenn man mit dem Fahrzeug unterwegs ist, die bessere Möglichkeit als jetzt hier so ein offener Eimer. Und kann dann das Wasser eben über diese Tauchpumpe einfach anpumpen. Also Pumpe einfach reinhängen, solange da Wasser kommt, kommt auch am Geysir Wasser an. Ansonsten sind da schon fast alle Bedienelemente. Ihr habt hier noch den Schalter für die Durchflussmenge von Min und Max. Damit könnt ihr, ja, das ist fast selbsterklärend, das Ganze
Steuern vom Wasserdurchlauf und hier oben wird die Heizleistung eingestellt. Das ist auch einfach Min und Max. Und hier auf der anderen Seite ist das Sichtfenster für die Gasflamme. Also wenn ihr da durchguckt und das Gerät ist in Betrieb, dann seht ihr da die Flamme brennen. Das ist einfach nochmal eine Sichtkontrolle. Man hört es aber auch relativ gut. Ihr kennt das vielleicht von den klassischen Truma-Gasheizungen im Wohnwagen oder Wohnmobil mit dem Zündautomaten, der dann, wenn ihr drauf drückt, tak, 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 tak macht. Das ist hier ähnlich. Ein bisschen ausgeklügelteres System, das erkläre ich euch aber gleich, wenn wir uns damit beschäftigen, wie der Geist hier tatsächlich funktioniert. Also erstmal hat er eine Heizleistung, die nicht schlecht ist. Er schafft 25 Grad gegenüber der Umgebung oder der Ausgangstemperatur des Wassers. Heißt, je wärmer das Wasser ist, das ihr einfüllt, desto wärmer wird auch das, was rauskommt. 25 Grad ist halt das, was er an Wärme zuführen kann, während das hier durchläuft. Klingt jetzt vielleicht erstmal nicht viel, wenn man jetzt sagt, okay, zu Hause habe ich eine Vorlauftemperatur von 60 Grad. Das sind 25 Grad natürlich relativ bescheiden. Kann man sich aber relativ einfach helfen, das Wasser einmal durchlaufen lassen und in den Ausgangsbehälter zurückfüllen. Dann habe ich schon mal um 25 Grad die Temperatur gesteigert und kann das Ganze dann nochmal um 25 Grad steigern. Und dann bin ich tatsächlich schon im Heißwasserbereich. Wir haben es jetzt hier natürlich ein bisschen gecheatet und haben schon etwas wärmeres Wasser gezapft. Aber das wird natürlich im Outdoor-Bereich keinen Sinn machen. Aber so könnt ihr eine Temperatur erreichen von maximal 75 Grad. Ab 75 Grad ist einfach eine Schutzfunktion. Schaltet der Geysir automatisch ab. Das heißt, das Wasser wird dann beim Durchlaufen nicht mehr erwärmt. Also von daher könnt ihr es auch nicht überreizen. Ihr könnt auch nicht mit kochen. Dafür ist auch definitiv nicht gedacht. Aber bei 75 Grad ist automatisch Schluss. Dennoch empfiehlt es sich, klassisch wie zu Hause, manchmal erstmal zu fühlen, wie die Wassertemperatur ist. Das kann schon ziemlich heiß werden und auch, keine Ahnung, wenn der abgeschaltet hat, läuft noch einen Moment heißes Wasser nach. Von daher, wie zu Hause auch, das Ganze im Vorfeld mal testen. Ja, zeigen kann ich euch das natürlich auch, logischerweise. Das Spannende ist, die Flamme ist normalerweise aus. Ihr braucht euch auch um die Zündung nicht zu kümmern. Ihr müsst also nichts drücken, bis die Flamme da ist, sondern die Flamme kommt automatisch in dem Moment Wasser durchfließt und geht auch automatisch wieder aus, wenn kein Wasser mehr fließt. Das heißt, er zündet relativ häufig, aber ihr müsst euch damit nicht kümmern. Ihr hört dann irgendwann das typische Brenngeräusch von so einer Gasflamme, einfach durch die Strömung von dem Gas, die dann in dem Gerät ist, hört man eigentlich ganz gut, wenn die Flamme brennt. Ihr könnt aber auch genauso gut das Ganze eben hinten durch das Sichtfenster kontrollieren. Und das Ganze funktioniert automatisch, indem man hier einfach auf den Einschalter schaltet. Dann fängt die Pumpe quasi an zu laufen. Das heißt, kommt sofort Wasser. Und das hört ihr jetzt hier natürlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt hier wirklich zeigen kann. Gucken, ob man das sieht hier. Wahrscheinlich nicht. Da drin doch, da sieht man die Flamme schön blau brennen. Genau, und ihr seht schon vielleicht, wie das Wasser dampft. Also das hat jetzt schon eine wirklich ordentliche Temperatur und das Ganze könnt ihr jetzt hier auch nochmal aufdrehen und dann habt ihr einen stärkeren Wasserstrahl, der ist schon ordentlich. Also der hat schon Druck dahinter, damit kann man wirklich was anfangen. Das ist, glaube ich, besonders wichtig für den zweiten Einsatzzweck, der wahrscheinlich auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil was ist mit, wenn ihr unterwegs seid, im Zelt, mit Dachzelt, was auch immer und einfach mal warm duschen wollt und das Ganze eben nicht auf dem Campingplatz, sondern irgendwie, keine Ahnung, so weit möglich frei steht oder eben einfach keine Infrastruktur da ist, dann ist eine warme Dusche doch was Schönes. Und dazu gibt es hier noch einen Duschzusatz mit Handbrause, der hier auch einfach, das ist so ähnlich wie so beim Luftdruck, so ein Schnappverschluss, der wird jetzt hier aufgesetzt, genau auf den Wasserhahn. Und dann funktioniert das Prinzip natürlich genauso in dem Moment, wo ihr einschaltet. Und da wird man natürlich typischerweise auf die maximale Wasserstärke stellen. Aber dann kommt hier schon mal ein ganz behaglicher Schauer raus. Das Ganze kann man auch am Wasserkopf direkt abschalten und wieder anschalten, sodass ihr nicht jedes Mal ans Gerät müsst. Und ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hören könnt. Jedes Mal, wenn ich hier ausschalte und der Wasserfluss aufhört, hört eben auch
der aufzubrennen. In dem Fall ist es jetzt so, dass die Pumpe noch weiter pumpt, auch wenn hier vorne abgeriegelt ist. Das System ist aber trotzdem soweit dicht. Das heißt, ihr könnt dann wirklich hier bequem duschen. Und weil man natürlich dann typischerweise nicht so viel Wasser zur Verfügung hat, empfiehlt sich es natürlich dann eben auch beim Einseifen oder wie auch immer, den Strahl abzuschalten. Außer ihr habt draußen jemand, der euch permanent Wasser nachreicht. Das Ganze lässt sich natürlich dann auch noch prima kombinieren mit so einem, ich sag mal, Lulu-Zelt, in dem man duschen kann. Dann hat man auch noch die entsprechende Privatsphäre, je nachdem wie frei man steht, auch noch ein ganz hilfreiches Zubehörteil dazu, was dann ja gerade die Reise mit dem Zelt oder Dachzelt doch deutlich angenehmer macht. Ja, das soweit zur Funktionsweise von dem Camper Geysir. Ich habe mich schon relativ lange auf die Sendung gefreut, jetzt nochmal 2 Wochen extra lang. Von daher, cooles Teil eigentlich, kann man wirklich mal, auch wenn ihr mit Kindern unterwegs seid und am Strand und hinterher die Füße abduschen müsst, finde ich es mit warmem Wasser einfach schöner als mit dem kalten, was man an den Stränden meistens dann zur Verfügung hat. Also von daher ist das, glaube ich, ein Teil, was man wirklich ganz gut ins Auto parken kann. Klar, man braucht immer noch eine Gasflasche, aber die Gasflasche ist natürlich auch universell einsetzbar. Das heißt, ich kann ja damit Wasser warm machen, ich kann damit grillen. Wenn man, keine Ahnung, noch einen entsprechenden Gasbrenner hat, könnte man auch noch sogar ein bisschen damit heizen. Also von daher, die muss ich natürlich mitnehmen. Lohnt sich jetzt auch nicht im Kartuschenbetrieb, dafür ist dann der Verbrauch doch ein bisschen hoch. Aber ja, das muss man natürlich dabei haben, also ein bisschen Platz brauchen wir. Aber ich glaube, die meisten von euch, die auf längeren Reisen unterwegs sind, haben eh eine Gasflasche dabei. Wie gesagt, mit der könnt ihr kochen, grillen, heizen, Warmwasser machen. Also die ist ja wirklich universell einsetzbar. Gerät liegt preislich so bei 275 Euro. Ich finde es eine spannende Geschichte. Ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen näher bringen und wünsche euch noch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, auch wenn die Maßnahmen weniger werden, wichtiger denn je, weil die Zahlen höher sind denn je. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Hoffe, dass wir nächsten Mittwoch wieder eine Sendung machen. Freue mich drauf. Thema gibt es dann natürlich wie immer Anfang nächster Woche auf unserer Facebook-Seite. Ich glaube, wir haben ein spannendes Zelt, was wir mal wieder vorstellen können, auf das ich mich auch schon freue, weil ich es tatsächlich in live noch nicht gesehen habe. Durch all die Lieferschwierigkeiten und Verzögerungen sind ja teilweise die finalen 2022er Produkte jetzt erst eingetroffen. Und da ist das eins davon. Ich verrate noch nicht zu viel, bevor wir die Sendung nicht dann auch angekündigt haben. Aber wird bestimmt spannend. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche und bis dann. Und jetzt mal alle on the Scanning Road. Ich und mein Zelt, ich und mein Zelt. Ich und mein Zelt, ich und mein Zelt. Ich und mein Zelt, ich und mein Zelt. Ich und mein Zelt, best friends forever, HDGDL, wir sind unzertrennlich, unverständlich, warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares Zelt sein will. Nicht nur, weil man es so schön dann auf den Platz stellen kann, nein, du kannst es super erwerben. Ein Vorzelt haben, wenn du willst, bauen wir es an deinen Wohnwagen. Denn es ist crazy, dieses Zelt, es ist so wunderbar. Benutzen kannst du es.